Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich, dass ich Sie zu diesem Abendsegen wieder begrüßen darf. Hören Sie in der letzten Zeit auch oft diesen Spruch vom Licht am Ende des Tunnels? Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir mit Corona konfrontiert wurden. Und vor einem Jahr dachten viele von uns, ich auch, dass es eine Krankheit sei, eine Angelegenheit, die sich bis zum Sommer erledigt hat. Und ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ich nach dem Sommer letzten Jahres gemerkt habe, dass es weitergehen wird und dass wir auch an Weihnachten noch mit Corona zu tun haben werden. Und jetzt stehen wir kurz vor Ostern am Beginn der dritten Welle. Es gibt Schnelltests, es wird geimpft, es gibt Lockerungen, die wieder zurückgenommen werden, ein ständiges Auf- und Ab, Schule ja, Schule nein, Erwartungen, Versprechungen, steigende Inzidenzwerte, steigende R-Werte und die Lockerungen werden wieder zurückgenommen, so zuletzt am vergangenen Montag. Sie haben es ja alle mitbekommen. Ich denke in diesem Zusammenhang momentan oft an den Psalm 23. Er fällt mir einfach ein. Ich weiß auch nicht warum. Und deswegen habe ich diesen Psalm heute mal in das Zentrum unseres Abendsegens gestellt. Ich lese Ihnen den Psalm mal vor. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Schwestern und Brüder, mir kommt es momentan oft so vor, dass wir in dieser schwierigen Zeit wie in einer finsteren Schlucht unterwegs sind. Und das schon recht lange. Wir sind auf der Suche nach einem Platz zum Ausruhen und zum Freundetreffen. Gemeinschaft fehlt, das höre ich momentan sehr oft. Gemeinschaft, etwas gemeinsam unternehmen können, Freunde treffen, feiern, sich austauschen können, sich mal wieder die Hände schütteln oder sich gegenseitig in den Arm nehmen. Das fehlt uns allen doch sehr. Mir fehlt die Begegnung mit den Erstkommunionfamilien. Wir müssen jetzt leider sogar darüber reden, die Katechese digital zu machen, denn eigentlich hatten wir vor, nach Ostern wieder mit den Treffen vor Ort mit Kindern und Eltern zu beginnen, aber das hat sich ja wohl momentan erstmal zerschlagen, diese Hoffnung. Bibelgeschichten singen und dabei gemeinsam ein Botenbild legen. Gemeinsam singen, spielen, basteln, lesen, beten, rumrennen, stillsitzen, etwas erarbeiten, gemeinsam ausruhen, gemeinsam essen. Alles das gehört zu einem Kommunionsamstag und alles das hätte ich so gerne wieder zusammen mit den Kommunionkindern. Und auch mit vielen Eltern, die immer dabei sind. Aber momentan geht es nicht. Auch die vielen Ausflüge, die wir immer machen, in Mainzer Dom, zur Hostienbäckerei, nach Frankfurt ins Bibelhaus, unser Jakobsberger Wochenende. Wer weiß, ob wir irgendetwas davon in diesem Sommer überhaupt machen können. Wir sind auf dem Weg durch das finstere Tal. Wer einmal in der judäischen Wüste unterwegs war, liebe Schwestern und Brüder, oder auch nur Bilder davon gesehen hat, weiß, wie wichtig es ist, wenn man da unterwegs ist, dass man einen ortskundigen Führer hat, der den Weg zu den grünen Auen findet, der weiß, wo das saftige Gras wächst und wo die Härte sich stärken kann und in Sicherheit ist. Wir hier in Kleinmitternheim, Oberolm und Essenheim, wir finden diese Stärkung immer wieder in den Gottesdiensten, die regelmäßig stattfinden bei uns, Werktag, Samstag, Sonntags oder auch in den Übertragungen von diesen Gottesdiensten, wenn wir vor Ort nicht dabei sein können. Aber ich erlebe momentan auch, dass unsere gesamte katholische Kirche in einem finsteren Tal unterwegs ist. Denn es gibt Hirten, sie nennen sich sogar Oberhirten oder sie werden so genannt, die ihre Schafe nicht auf grüne Auen führen, sondern in finsterste Abgründe. Und es gibt andere Oberhirten, die nicht auf ihre Herde aufpassen, sondern wegschauen. Manche schauen schon eine ganze Zeit lang weg. Sie geben vor, nicht zu wissen, was passiert ist und wie lange wir als Kirche noch in diesem schrecklichen, dunklen Tal unterwegs sein werden. Das weiß niemand.
ganz zu schweigen davon, wie viel Schaden unsere Kirche in diesem dunklen Tal nimmt. Hirten sind dazu da, auf ihre Schafe aufzupassen und sie vor Schaden zu bewahren. Es ist nicht die Aufgabe der Hirten, das Fehlverhalten anderer Hirten zu vertuschen, damit das Leid der Schafe zu ignorieren. Die Konsequenz, auf die wir jetzt leider sehr oft treffen, die wir sehr oft erleben, ist, um im Bild zu bleiben, dass viele Schafe die Herde einfach verlassen. Es gibt noch was anderes, was mich momentan beschäftigt. Ich frage mich, steht es den Oberhirten tatsächlich zu, darüber zu urteilen, wer den Segen Gottes empfangen darf? Klärwerke dürfen gesegnet werden, aber die Verbindung zweier Menschen, die sich lieben, darf nicht gesegnet werden. Und das nur, weil diese beiden Menschen beides Männer oder beides Frauen sind. Wer ist es denn, der letzten Endes seinen Segen gibt? Der Segen kommt von Gott, nicht von einem Menschen, auch nicht, wenn er geweiht ist, auch nicht, wenn er ein Oberhirte ist. Der Segen kommt von Gott. Und Gott, liebe Schwestern und Brüder, Gott liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Und er liebt sie so, wie er sie geschaffen hat. Ich glaube nicht, dass Gott zwei Menschen, die um seinen Segen bitten, den Segen verweigern würde. Wieder habe ich den Psalm 23 im Kopf. Das finstere Tal und der Hirte, der die Seinen sicher durch dieses Tal führt. Es ist ein Bild, das wir in diesen Tagen gut gebrauchen können. Aber ich sehe nur einen Hirten, der diesen Titel zurecht trägt, Gott selbst. Jesus, der sich selbst als der gute Hirte bezeichnet hat, der Schöpfer, der Vater, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat und der seinen Sohn vom Tod auferweckt hat, um uns Menschen endgültig aus der Macht des Todes zu befreien. Jesus Christus, der mit uns geht, jeden Weg, den wir gehen, der gute Hirte. Deshalb fällt es mir momentan, muss ich ehrlich sagen, momentan ehrlich schwer, wenn geweihte Männer, weil sie in der Kirche eine Leitungsfunktion haben, sich als Oberhirten bezeichnen oder bezeichnet werden. Ich finde, sie gehören doch auch zur Herde. Sie sind auch Schafe. Denn sie brauchen selbst einen Hirten, der sie führt. Sie brauchen Leitung. 2000 Jahre Kirchengeschichte und die Geschehnisse in unserer Zeit, momentan, haben das immer wieder eindrücklich gezeigt. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Bitten wir um den Segen des Herrn. Segen des guten Hirten für alle, die in unserer Kirche eine Leitungsaufgabe haben. Und für alle, die sich lieben. Und natürlich für uns und für alle, die zu uns gehören. Segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kommen Sie gut behütet durch dieses finstere Tal. Der sicheren Gewissheit, dass der gute Hirte sie führt. Auf Wiedersehen.